Ich wurde angezeigt wegen meiner Videos. Aber fangen wir mal von vorne an. Vor ein paar Monaten habe ich auf einmal Post bekommen. Wenn auf einem Brief draufsteht, dass er von der Polizei kommt, heißt das erstmal nichts Gutes. Mal gucken, was das genau ist. Eine Vorladung. Sehr geehrter Herr Michels, in der Ermittlungssache wegen Vergehen nach § 29 BTMG, Betäubungsmittelgesetz, ist... Junge, hat er nicht sogar Heroin gefetzt in irgendeinem Video? Hat er sich nicht Heroin noch sogar reingezogen? Eine Vernehmung als Beschuldigter erforderlich. Okay, krass. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen damit gerechnet, dass das früher oder später passieren wird. Und viele von euch wahrscheinlich auch, denn ich bekomme immer mal wieder Fragen, ob ich mich mit meinen Videos nicht strafbar mache oder ob ich irgendwie eine spezielle Erlaubnis dafür habe. Naja, theoretisch ist Drogenkonsum nicht verboten, aber der Handel, der Erwerb, und ich glaube, der Besitz. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das Ganze mal zum Anlass, um aufzuklären, was in Bezug auf Drogen eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und gut, ich hätte nicht mit meinem Halbwissen glänzen müssen. Er erklärt's. Und ihr erfahrt in diesem Video natürlich auch, wie das Ganze mit der Anzeige ausgeht. Ich habe ja schon einige Videos zu diversen Drogen gemacht. Manche davon sind legal, wie Lachgas, Fliegenpilze oder HHC. Andere sind aber verboten, wie Cannabis, Pilze, MDMA, LSD, Codein. Junge, was hat der sich eigentlich schon alles geschmissen? Oder Kokain. Aber wie sieht das Ganze jetzt rechtlich aus? Also könnte ich Probleme bekommen? Krass, ich hätte viel zu viel Schiss, auf irgendwelchen Sachen kleben zu bleiben, oder? Um das herauszufinden, treffe ich mich jetzt erstmal mit Christian Solmecke, wem auch sonst, und lass mich mal ein bisschen beraten. So, hallo Christian. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja. Als ob er eine Laborer da ist. Ja gut, aber der macht auch dementsprechend Klicks, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so wert ist. Ja gut, so Koks, Gras, so chemischen Scheiß, weiß ich nicht. Es hat mich jemand angezeigt, weil ich illegale Substanzen konsumiert haben soll in den Videos. Wenn man so eine Anzeige bekommen hat, wie geht man dann am besten vor? Was macht man dann? Ja, oft ist es so, dass die Polizei möchte, dass man aufs Revier kommt und da irgendeine Aussage. Scheiß, brauchst gar nicht hingehen. Bleib fair von Drogenkennern. Würde auch nur ganz bestimmtes Zeug nehmen, wo ich mich wirklich informiert habe. Ja, safe. Also ich würde erstmal gar keine Drogen nehmen. Und wenn Drogen, dann nur Sachen aus der Natur. Und dann auch nur vom Dealer deines Vertrauens, Digga, weil da kann alles drin sein. Ich weiß, früher haben die viel Vogelsand da reingepackt oder Blei und bei dem chemischen Shit, Digga, du weißt nie, was da herkommt. Du bist Vater, Tom. Bei dir sowieso ein No-Go. Ich halte nichts von Drogen. Also ich halte gar nichts von Drogen. Hat mir noch nie was gegeben. Davon ist dringend abzuraten. Denn dann könnte man sich in irgendwelche Fangfragen verstricken und dann die Sache nur noch schlimmer machen. Der optimale Weg ist es, in so einem Moment, wo man beispielsweise eine Vorladung von der Polizei bekommen hat, einfach ignorieren. Ich glaube, man kann auch eine schriftliche Aussage machen. Sofort zu sagen, alles klar, ich werde mich äußern, aber schriftlich nach Akteneinsicht. Dann sollte man sich einen Anwalt suchen. Der Anwalt kann dann die Akte vom Staatsanwalt anfordern, liest sich erstmal durch, was gegen dich vorliegt. Ja, dann kann man sich auch spezifisch dazu äußern. Aber einfach hingehen zur Polizei und da mal lockerflockig die Sache aus der Welt räumen wollen, klappt in der Regel nicht. Besser das ein Profi machen lassen, zum Anwalt gehen, der fordert die Akte an. Ja, und wird sich dann dezidiert zu den einzelnen Vorwürfen auch schriftlich äußern. Lecker Pilz. Pilz hatte ich eigentlich immer mal Bock zu nehmen, aber ich hatte zu viel Angst. Eigentlich hatte ich mal Bock, das zu machen. Und mir eine Strafverteidigerin gesucht. Ja, mein Name ist Olivia Ewenicke. Ich bin Anwältin und Strafverteidigerin. Ich verteidige Mandanten in ganz Deutschland aufgrund aller möglichen Delikte. Das tat auf jeden Fall erstmal gut, mit Olivia zu sprechen. Weil das ist schon eine komische Situation, angezeigt zu werden. We live in Germany. Das passiert leider öfter, als man denkt, ey. Wenn man jetzt angezeigt wurde, was sind dann so die ersten Schritte, die eine Anwältin, ein Anwalt unternimmt? Als allererstes zeigt man die Verteidigung an, beantragt Akteneinsicht. Wenn die Akte da ist, bespricht man sich mit der Mandantschaft und sagt, okay, das und das liegt vor, dann beginnt die eigentliche Verteidigungstätigkeit. Also haben wir die Akte angefordert und dann hieß es erstmal warten, bis wir die Akte zugeschickt bekommen. Und das hat ganz schön lange gedauert. Mache ich mich denn strafbar, wenn ich illegale Drogen konsumiere? Ja, was viele nicht wissen, alleine der Konsum von Drogen, der ist nicht strafbar in Deutschland. Also im Betäubungsmittelgesetz geht es darum, dass du dir Drogen beschaffst, also besitzt, sie ankaufst, verkaufst. Aber alleine das Konsumieren ist erstaunlicherweise in Deutschland nicht. Das ist ja das, was ich meine, ist übel unlogisch. Verboten. Warum ist das so? Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass man die Beschaffungskriminalität unter Strafe stellen möchte. Man möchte aber nicht die armen Opfer
sozusagen verurteilen. Natürlich fällt das oftmals zusammen, denn es ist nur in wenigen Situationen vorstellbar, dass du Drogen konsumierst, ohne sie zu besitzen. Das ist natürlich klar. Es geht gar nicht so sehr ums Eigentum. Der Besitz kann auch schon sein, du gibst mir eine gewisse Menge an Dope und ich habe das dann über mehrere Tage. Dope, oder wer sagt Dope? Bei mir zu Hause, dann würde ich das besitzen. Gibst du mir aber den Joint und ich ziehe dran, dann wäre das kein Besitz im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes. Das heißt, damit wäre es nur der Konsum und der ist straflos. Wann ist der Erwerb von Drogen strafbar? Der Erwerb von Drogen ist nach dem Betäubungsmittelgesetz immer strafbar. Zumindest dann, wenn es Drogen sind, die im Betäubungsmittelgesetz geregelt sind. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich die Drogen zum Weiterverkauf erwerbe, nur für meine Freunde kaufe oder vielleicht sogar nur zum Eigenkonsum erwerbe. Der Erwerb ist immer strafbar. Neben potenziellen Anzeigen ist ein Problem vieler meiner Videos die Werbefreundlichkeit auf YouTube. Denn gerade bei kontroversen Themen ist es nicht so leicht, das Ganze nur mit YouTube zu finanzieren. Umso dankbarer bin ich deshalb für Sponsoren wie BookBeat, die viele dieser Videos überhaupt erst möglich machen. Bei Konsum von Cannabis illegal ist übrigens auch mit dabei. Bei BookBeat könnt ihr auch Rezensionen zu den Büchern. Der Code ist bis zum da möglich werden. Welche Strafen drohen zum Beispiel bei Drogenbesitz? Ich kann bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen, wenn ich mir Drogen beschaffe. Wenn ich sie noch weiterverkaufe und das nicht nur eine geringe Menge ist, kann das sogar noch darüber hinausgehen. Die Wahrheit ist aber, dass... Im Normalfall passiert gar nichts, Digga. Du kriegst ein Du und dann war's das. Bei einer Menge von unter 1 Gramm kaum eine Staatsanwaltschaft ermitteln wird. Das hängt ehrlicherweise auch vom jeweiligen Bundesland ab. Die Bayern sind da ein bisschen strenger als beispielsweise die Behörden in Nordrhein-Westfalen. Bei geringen Mengen wird das Verfahren gerade im Hinblick auf die bevorstehende Legalisierung von Cannabis meistens eingestellt. Bei größeren Mengen, wenn ich zum Beispiel 1 Kilo Marihuana zu Hause liegen habe, naja, dann droht auch tatsächlich Gefängnis. Da kennen die Behörden jetzt keinen Spaß und werden auch zukünftig keinen Spaß verstehen. Man muss halt sich darüber im Klaren sein, dass die absolute aktuell geplante Mindestmenge für Marihuana bei 50 Gramm liegen wird. Ciao. Wenn man da so 1 Kilo zu Hause liegen hätte, würde es das so massiv überschreiten, dass man auch in Zukunft dafür ins Gefängnis kommen würde. Nach mehreren Monaten... Ja, wenn es legal ist, warum, also dann ist ja Schwachsinn. Was willst du denn mit 1 Kilo, Alter? Das soll ja dafür sein, dass der Handel eingedämmt wird. Und wenn du immer an Gras kaufst, brauchst du ja keine Kilos theoretisch mehr. Das ist halt die Frage, wie teuer das wird, ne? Den ich ja gar nicht so genau wusste, warum ich eigentlich angezeigt wurde, war es endlich soweit und wir haben die Akte bekommen. In deinem Fall haben wir in der Akte sehen können, dass das Ganze aufgrund einer Anzeige erfolgte durch einen Zuschauer. Wir konnten sehen, dass es aufgrund eines Videos war. Junge, was ist denn nicht richtig? Da hat ihn ein Zuschauer angezeigt. Wir wussten, was für Indizien da vorgelegen haben sollen. Vor allem geht es um dieses Video, mein Kokain-Selbstexperiment. Wie immer mache ich das Experiment natürlich in einem kontrollierten Setting und habe eine Person dabei, die sich gut mit der Substanz und der richtigen... Einfach im Ausland machen. ...Dosierung auskennt und die während des gesamten Rauschs auf mich aufpasst. Ich habe gerade Kokain konsumiert und ja, jetzt können wir mal abwarten, was passiert. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wach, hab so ein... In dem Moment, wo es bitter den Hals runterläuft, da weißt du, Kicks. Irgendwie, ja, so leicht euphorisch oder so. Was mich voll überrascht hat, war, dass man in der Akte auch die kompletten persönlichen Informationen vom Anzeigensteller sieht. Also, dass ich ganz genau weiß, wer mich angezeigt hat, die Adresse, die Telefonnummer und so weiter. Mhm. Und auch, wie er die Anzeige formuliert hat. Einfach mal ich fand das voll interessant zu sehen, was alles... Vor das Zuschauer einem... Ich sag dir, das ist wie bei mir mit TikTok. So eine Kacke. Aber er hat den Klarnamen und alles, ne? Ja, aber darf er ja nicht machen. Akte gesammelt war, das kann ich euch hier natürlich nicht alles zeigen, aber neben den ganzen Informationen zum Anzeigensteller... Er hat auf jeden Fall viel sauberere Haut und hat gut abgenommen seit 2 Jahren. Andere zum Beispiel auch Vermerke von der Kriminalpolizei, die sich offensichtlich meine Videos angucken mussten. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als während der Arbeitszeit meine Videos gucken zu müssen, oder? Jetzt haben wir die Akte bekommen. Wie geht man vor, nachdem man die Akte gelesen hat? In deinem Fall, dass wir einfach meine Stellungnahme abgeben, ja? Weil ich schon den Anfangsverdacht für fraglich gehalten habe. Ja? Wir haben ja in deinem Fall Videos, in denen du von Konsum berichtest und wie sich das auswirkt. Aber wir haben weder Aufnahmen dazu, ob du konsumiert hast, wie du konsumiert hast, was du konsumiert hast, in welchen Mengen du konsumiert hast. Der Konsum an und für sich ist halt nicht strafbewehrt, nur die dem vorausgehenden Handlungen. Und es gibt eben keinen allgemeinen Erfahrungssatz dahingehend, dass man sagt, okay,
da muss zwangsläufig jetzt auch eine strafbewährte Handlung vorausgegangen sein. Wenn es dahingehend keinen kriminalistischen Erfahrungswert gibt, einfach nicht aufnehmen, während du guckst, dann fehlt es auch an einem Anfangsverdacht. Olivia hat dann eine schriftliche Stellungnahme verfasst und beantragt, das Verfahren einzustellen. Mal schauen, was die Staatsanwaltschaft dazu sagen wird. Jetzt ist das ja so, dass ich in meinen Videos Aufklärungsarbeit leiste zum Thema Drogen und ich da ja illegale Drogen konsumiere für eine Reportage für ein YouTube-Video. Ist das denn strafbar? Aber könnte ja nicht einfach nach Holland fahren oder nach Portugal. Ich glaube, in Portugal kannst du alles nehmen. Oder wie würdest du das bewerten? Ja, das Spannende ist, du bist ja quasi journalistisch unterwegs. Aber auch Journalisten haben bezogen auf Drogen keine erweiterten Rechte. Das heißt, sie dürfen auch keine Straftaten begehen. Nur weil man nachweisen will, welche Wirkung Kokain hat, darf man sich nicht ein Kilo Koks nach Hause liefern lassen. Sowohl der Erwerb im Darknet wäre auch für Journalisten illegal, als auch, alles durch. Auch dann der keine Besitz Ahnung. Zu Hause. Interessant ist auch, man darf solche Videos natürlich drehen. Also klar, Gras, dafür fahren ja viele nach Holland, aber ich habe auch einfach zu wenig Interesse an Drogen irgendwie. Und man darf auch Drogenkonsum zeigen. Solange man sich kritisch mit der Droge auseinandersetzt, auch auf die Gefahren hinweist, kann man auch eine positive, berauschende Wirkung zeigen. Allerdings muss auch darüber aufklären, was die negativen Seiten sind. Und wenn das ausgewogen genug ist, darf man als Journalist selbstverständlich über Drogen auch berichten. Genau, das ist nämlich auch so ein bisschen mein Ziel, aufzuklären, weil ich meine, die meisten konsumieren ja so oder so. Da ist es dann nicht unbedingt so, dass man die motiviert, sondern vielleicht einfach darauf hinweist, was für Gefahren es denn da tatsächlich noch gibt. Also, dass man nicht einfach jede Substanz, die einem angeboten wird, einfach mal ausprobiert, sondern dass man sich darüber informiert und dann eine informierte Entscheidung treffen kann, ob man das denn tatsächlich ausprobieren muss. Aufklären. Ja, aber es ist ja so, ne? Also wenn jetzt ein großer YouTuber, das Video haben irgendwie 4 Millionen Menschen gesehen, wenn er sagt, pass auf, das ist Müll, mir geht's schlecht, ich fühle mich nicht gut, dann schreckt das mit Sicherheit viele Leute ab. Das finde ich sinnvoll und gut. Um das nochmal klar zu sagen, ich drehe Drogen-Selbstexperimente, um aufzuklären. Menschen nehmen schon immer Drogen, versuchen seit jeher unterschiedliche Rauschzustände zu erleben. Das ist einfach so. In Musik, Filmen oder auf Social Media werden oft Drogen gezeigt, ohne dass über die möglichen Risiken gesprochen wird. Und auch in der Schule oder im Freundeskreis kommen viele Menschen in Kontakt mit den unterschiedlichsten Substanzen. Diese scheiß Lachgas, ne? Ich kenne auch ein paar Leute, die sich diese Ballons reingefetzt haben. Digga, erwachsene Männer, 30 Jahre alt, ziehen sich so einen Ballon. Das ist so peinlich. Andererseits hat sich über einige Drogen auch ein falsches Bild verbreitet. Das heißt, sie machen sofort abhängig oder sind super gefährlich. Dabei zeigen wissenschaftliche Studien andere Ergebnisse. Deswegen versuche ich in meinen Videos zu zeigen, was wirklich hinter einer Substanz steckt. Ich recherchiere die Geschichte, spreche mit Experten und kläre über die Wirkung, Risiken und Safer-Use-Möglichkeiten auf. Natürlich bin ich mir dabei auch einer gewissen Verantwortung bewusst, gerade bei steigender Reichweite. Deswegen reflektiere und kritisiere ich meine Arbeit regelmäßig selbst und das könnt ihr natürlich auch gerne jederzeit tun. Nochmal ein paar Monate später habe ich die Nachricht von Olivia bekommen, dass sie Post von der Staatsanwaltschaft bekommen hat. Das Ergebnis war, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat nach 170 Absatz 2 StPO und damit war das Verfahren erledigt. Ich kann euch sagen, da war ich echt erleichtert. Einfach auch, weil das bedeutet, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Also wie ist das denn? Mache ich mich strafbar, wenn ich Videos hochlade? Sein Sylvester Stallone hat sich damit Lachgas... Ja, nee, das ist ja kein Lachgas, Bro. Du meinst Helium. Das, was du in die Ballons füllst. In denen ich Drogenerfahrungen schildere? Aus meiner Sicht nein. Also zum einen ist schon überhaupt nicht belegt, dass überhaupt Betäubungsmittel tatsächlich konsumiert wurden. Ja? Man denkt mal an diverse Spielfilme, in denen man Berge von Kokain oder Heroinkonsumenten sieht. Auch die machen sich ja nicht strafbar, weil man auch nicht davon ausgeht, dass es echt ist, zum Beispiel. Ja? Das heißt, wir haben hier auch gar keinen Beleg, dass es nicht inszeniert. Er faked seine Videos. Das zweite ist, der Konsum alleine ist halt nicht strafbewehrt. Ne? Insofern gibt es. Ich kenne mich da nicht aus, Bro, habe sowas noch nie gemacht. Ist auch gut so, aber als ob du noch nie, wenn du so einen Heliumballon gesehen hast, da so drangezogen hast und dann die Stimme so voll. Das hast du nie gemacht auf dem Kindergeburtstag oder so? Echt nicht? Ja, damit sollte die Frage beantwortet sein, ob ich mich bei meinen Videos strafbar mache. Ich habe bei dem ganzen Prozess auf jeden Fall eine Menge über unser Rechtssystem gelernt und fühle mich jetzt auf jeden Fall noch sicherer bei dem, was ich tue. Natürlich habe ich mich auch schon vor der Anzeige mit der rechtlichen Seite meiner Videos beschäftigt. Also ich weiß ganz gut, was ich da tue. Noch ein Grund mehr, das nicht einfach so nachzudenken.
nachzumachen. Und ihr wisst jetzt hoffentlich Bescheid, was in Bezug auf Drogen erlaubt ist und was nicht. Die Frage, ob der Besitz von Drogen überhaupt verboten sein sollte, kann man natürlich auch diskutieren. Bei Cannabis scheint sich das ja langsam so ein bisschen zu ändern. Zur Legalisierung habe ich auch mal ein Video gemacht. Das findet ihr hier. Abonniert den Kanal. Jules Video. Aber ich halte nichts von Drogen. Ich finde auch nicht, dass sie gar nichts. Auch Alkohol muss verboten werden eigentlich. Im Internet kann man bestellen. Hä? Bro, hast du noch nie einen Luftballon gesehen, der fliegt, der an so einer Schnur ist? Da ist Helium drin. Das ist auch keine Droge oder so. Ich teste Helium. Das. Bro, hattet ihr keine Kindheit, Digga? Schon ewig nicht mehr. Ja, aber früher in der Schule oder so, für irgendwelchen Geburtstagen, da hast du auch andauernd irgendwelche Heliumballons gehabt. Ihr seid mir ein Haufen. Alrighty, mighty party peoples. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Peace. Woo!